Hey, hier ist wieder Fabian und heute möchte ich dir einmal ein schönes Warm-up vor dem Rudertraining mitgeben, das einfach unsere gesamte Muskulatur so ein bisschen auflockert, beweglicher macht, sodass du mit der geringsten Verletzungsgefahr dich auf das Rudergerät setzt. Das Ganze kann man einfach auch nur auf dem Boden machen. Ich empfehle dir natürlich, eine Matte zu haben. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wie gesagt, wundere dich nicht, dass ich das jetzt hier einfach im Sitzen mache. Folgende Übung kannst du ganz einfach im Stehen machen. Ja, also wir starten jetzt, fang einfach an, mach einfach mit. Wir nehmen einmal die Arme waagerecht auseinander, eine Handfläche nach oben, eine nach unten. Und dann fangen wir einfach an, unsere Handflächen in entgegengesetzter Richtung zu drehen. Ja, du merkst, das wird vor allem die Schultern mobilisieren und erwärmen. Und wir bringen hier quasi unsere Arme so aus wie ein Handtuch. Stell dir vor, das ist eine Achse, die einfach durch unsere Fingerspitzen, unseren Mittelfinger geht. Und darum herum wollen wir mit unseren Händen sozusagen drehen. Und auch hier achte immer drauf, dass wir wirklich, wenn du einen Gesamtbewegungsumfang von fünf erreichen könntest, wir hier wirklich nur so bei 2 bis 3 von 5 bleiben wollen. Wir gehen vielleicht leicht in eine Herausforderungszone, wollen hier aber jetzt keine neuen Rekorde ausstellen. Als Alternative, ja, anstatt quasi mit gestreckten Armen das Ganze zu machen, kannst du die Arme auch anwinkeln. Ups, jetzt mal Koordination. Und auch hier in entgegengesetzter Richtung drehen. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie irgendwie so eine Karikatur von einem Ampelmännchen beziehungsweise von einem Verkehrspolizisten. Aber das Ganze mobilisiert unsere Schultermuskulatur, unsere Rotatorenmanschette, die zum einen während des Alltages nicht viel Bewegung bekommt und zum anderen beim Rudern passiv sozusagen mit dabei ist und Überträger der Last ist. Alles klar. Ja, wir bleiben auf dem Boden. Wie gesagt, das ist die einzige Übung, die du auch im Stehen machen kannst. Aber dann wollen wir jetzt einmal runtergehen auf den Boden. Mach noch 2 Mal pro Seite. 1, 1, 2, 2. Einmal kurz ausschütteln. Ja, dann gehen wir mal in den Vierfüßlerstand. Ja, ich zeige dir einmal kurz von der Seite. Knie sind unterhalb der Hüfte, Hände sind unterhalb der Schultern. Und dann, ich zeige es von vorne, weil das ist wichtig, ja, können wir unsere Fingerspitzen noch ein bisschen spreizen. Und ganz vorsichtig wollen wir hier einfach unsere Handgelenke quasi drehen. Ja, das heißt, die Bewegung kommt auch so ein bisschen mit aus den Schultern. Die Arme bleiben lang. Und dabei mobilisieren wir unsere Handgelenke. Ja, gleichzeitig wirst du auch merken, geht da noch ein bisschen was mit in die Schulter rein. Das brauchen wir auch später noch für weitere Übungen. Und dieses Warm-up kannst du auch hervorragend morgens nach dem Aufstehen machen, um einfach deinen, ich sage es mal, den eingerosteten Körper, der einfach 8 Stunden, nachdem du dann schläfst, sagen wir mal 6 bis 9 Stunden lang, mehr oder weniger in der gleichen Position gewesen ist und sich vielleicht ein bisschen eingerostet anfühlt, um den einfach für den Tag ready zu machen. Ja, du kannst ja auch mit der Belastung des Gewichts spielen. Wenn du weiter nach hinten gehst, hast du natürlich weniger Gewicht auf den Handgelenken, als wenn du dich weiter nach vorne lehnst. Da spiel bitte für dich selbst herum. Und auch hier nochmal 2 Mal hin und her. 1, 1, 2, 2. Wir bleiben im Vierfüßlerstand. Wenn wir hier das Kabel zur Seite nehmen, bleiben wir im Vierfüßlerstand. Und wir machen jetzt hier einmal Katze, Kuh. Na, das bedeutet, wir gehen einmal in den Katzenbuckel und dann abwechselnd in den Kuh-Hohlrücken, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir fangen an mit der Kuh, ne? Kippen das Becken nach vorne, schauen nach vorne, wir können einatmen und gehen wieder zurück. Ja, schön in den Katzenbuckel da gehen. Ja, damit mobilisieren wir zum einen durch das Becken vor und zurück kippen natürlich all die Muskeln, die wir brauchen für das Kippen aus der Elfo in die Eino-Position. Mobilisieren die gesamte Muskulatur, Rückenstrecker zum Beispiel. Damit wir uns nicht kalt aufs Rudergerät setzen. Ja, denk an die Atmung. Macht Sinn, hier beim Katzenbuckel auszuatmen. Einzuatmen, während wir in die Kuh gehen. Ja, dann machen wir noch 2 Mal pro Tier, sag ich mal. 1, dann noch ein Katzenbuckel, Kuh und noch einmal Katzenbuckel. Und wir gehen zurück in die neutrale Position. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was für unsere Wirbelsäulen, Mobilität und Rotation tun. Das heißt, wir nehmen eine Hand unserer Wahl, sodass wir nur noch auf 3 Punkten quasi stehen, nehmen diese Hand hinter den Kopf.
Und dann wollen wir uns einmal eindrehen und einmal aufdrehen. Ja, 10 Wiederholungen davon pro Seite. Es kann auch mal knacken im Rücken, wenn sich die Wirbel da wieder einrenken bzw. einrichten. Und wir schauen unserem Ellbogen hinterher und auch hier wieder, ja, wenn du den maximalen Bewegungsspielraum von 5 von 5 erreichen kannst, wollen wir hier nicht weiter als eine 3 gehen, 3 von 5. Ja, das heißt, du hast da noch Puffer. Das geht hier nur zur Mobilisation, quasi zum Einschalten der Systeme. 5 haben wir weg. Weiterhin flüssig atmen. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung noch. Und einmal absetzen. Andere Seite. Genau das Gleiche. Und noch 3 Wiederholungen. 8. 9. Und 10. Und dann einmal wieder die Hand auf den Boden. Dann gehen wir mal in die Liegestützposition, schieben mal so unsere Füße hinten raus. Wir gehen in den herabschauenden Hund. Das kennst du vielleicht aus dem Yoga. Bleiben dort. Ja, die Fersen sind leicht erhöht. Und dann wollen wir hier auf der Stelle einfach steppen. Wie gesagt, wir gehen nicht in den kompletten herabschauenden Hund, ja, sondern schieben einfach nur unsere Hüfte nach hinten raus. Zumindest unser Becken. Wir wollen hier auf der Stelle jetzt einfach nur so eine Stepper-Bewegung machen. Du solltest einen Stretch dann hinten in den Waden spüren, ja, sodass wir später sowohl unsere Fußgelenke mobilisieren, also die Fußgelenksmobilität erhöhen, als auch unsere Waden zu dehnen oder aufzumachen, dass wir dann halt auch später weiter reinrollen können. Atmung nicht vergessen, weiterhin schön rund atmen. Und dann mache ich jetzt einmal kurz vor. Achtung, einmal aufpassen. Wir stellen jetzt ein Bein unserer Wahl vorne auf in einer Linie mit den Handflächen. Ich nehme mein linkes Bein und linker Fuß genau in einer Linie mit den Handflächen aufgestellt. Und wir lassen uns hier mal schön reinfallen. Wenn das nicht funktioniert bisher, dann kannst du auch hinten einfach das Knie absetzen. Und unser Ziel jetzt ist es einfach in dieser Position so ein bisschen hin und her zu nudeln, sage ich immer. Das heißt, das Becken einfach nach vorne und nach hinten, nach links und nach rechts zu dehnen. Und im Idealfall schaust du einfach selbst, wo hier gerade Spannungen sind und du bewegst dich, streichelst da quasi mit deiner Bewegung in diese Verspannung hinein. Ja, wir wollen jetzt hier nicht aktiv, also wir wollen jetzt hier kein statisches Dehnen machen, sondern eher ein dynamisches Dehnen. Das heißt, wir bleiben immer schön in Bewegung und können dadurch sowohl die Muskulatur aktivieren und damit für die Ruderbewegung vorbereiten, weil wir jetzt hier gerade sowohl den Hüftbeuger als auch den Beinbeuger, je nachdem auf welcher Seite wir das Bein jetzt aufgestellt haben, mobilisieren. Und gerade nach einem langen Büroalltag, nach einem langen Sitztag tut diese Übung richtig gut und erweitert unseren Bewegungsspielraum dann für die Ruderbewegung. Ja, und du siehst hier einfach schön hin und her nudeln. Das machen wir wirklich einen ganzen Moment. Na, weil wir damit genau die Muskulatur aufmachen und mobilisieren, die wir dann schlussendlich beim Rudern und bei der Ruderbewegung auch am meisten brauchen und dort auch am meisten restriktiert in der Regel. Das heißt, am meisten Hindernisse und damit auch Haltungsschwierigkeiten mit sich bringt. Ja, und deswegen machen wir die hier schön auf. Jawohl. Okay, wir zentrieren uns wieder in der Mitte, wechseln einmal kurz das Bein, auch das anderen Fuß wieder in einer Linie mit den Handgelenken aufstellen, Becken schön von der Schwerkraft runterziehen lassen. Auch hier wieder, wenn das für dich beweglichkeitstechnisch gerade nicht passt, kannst du ein Knie absetzen und auch hier einfach weiter herumnudeln. Ja, und du sollst einen schönen Stretch hier natürlich Oberschenkelrückseite spüren, als auch im gestreckten Bein
von einem Hüftbeuger, das heißt Hüfte bis Oberschenkel. Ja, und auch hier nudeln wir jetzt ein bisschen hin und her. Aber gerade hier so dieser Beinbeuger, so diese große Muskulatur auf der Rückseite des Oberschenkels, die Beckenbewegung nach vorne restriktiert beim Rudern, das Beckenkippen, was wir so sehr brauchen, und auch beim durch das lange Sitzen verkürzt wird, also das lange Sitzen am Schreibtisch. Genau deswegen können wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so ein bisschen den Büroalltag wegradieren und uns für die Ruderbewegung vorbereiten. Nice. Alles klar. Und dann stellst du die Füße wieder auf. Was ich einfach noch gerne mache, ist dann einmal den herabschauenden Hund gehen, vorne durchtauchen, nochmal kurz hier die Brust und alles aufmachen. Und dann sind wir auch schon ready. Kannst du absetzen. Und dann sind wir ready für ein Workout oder für den Tag. Je nachdem, das kannst du auch richtig schön morgens einbauen, direkt nach dem Aufstehen. Oder jetzt mit dem Schlagaufbau beginnen. In jedem Fall hoffe ich, dass du merkst, dass du einfach ein bisschen beweglicher bist, dass du ein bisschen aktiviert worden bist. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Falls du Workouts, Trainingspläne, Live-Workouts haben möchtest, Videokurse, dann geh auf www.ruderathlet.de. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Warm-up. Ganz wichtig, bleib dran, zieh durch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.